So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22 Singleplayer. Ja, da sind wir wieder im neuen Jahr. Habt jetzt eine kleine Pause gegeben. Wir sind zurück. Aber wie zurück? Ja, wir sind nicht auf der Bellacor in Frankreich. Wie ihr das wahrscheinlich jetzt schon auf die Schnelle entdeckt habt, sind wir hier woanders. Der Baum steht woanders. Der Baum steht im hohen Norden. Und ja, ich musste wechseln. Leider hat sich der Spielstand aufgelöst über die Feiertage, wie auch immer. Und gerade heute ist eine wunderschöne Map rausgekommen. Und zwar ist das die Angeliterland vom Onkel 2000. Ich finde die unheimlich klasse. Das heißt, ich dachte, kommt, wir steigen um, wir steigen hier mit ein, wir gehen auf dieser Karte unsere Karriere weiter. Vielleicht eine kleine Anekdote zu den Angelitern. Ich weiß nicht, ob man die so ausspricht, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Ja, um was geht's? Das Angelland, natürlich schön. Angeln ist eine Halbinsel, die von der Flensburger Förde und der Schlei umgeben ist und sich auf der Kimmerischen Halbinsel befindet. Die Halbinsel liegt im Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg im Nordosten des Landes von Schleswig-Holstein. Sie liegt nördlich der Halbinsel Schwanzen und südlich der Halbinsel Sudevit. Dänisch Sudevit. Ja. Flensburg, Kappeln, Schleswig, wenn ich mir die Karte so anschaue. Ich habe das hier nebenher mal aufgemacht, wollte mir das mal angucken, was das denn ist, wo das ist. Ja, so sieht's aus. Das ist die Karte. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Heute noch eigentlich, ich nehme es gerade Montag auf. Montag ist normalerweise Streamabend. Ab nächste Woche geht's da auch wieder los mit meinem Stream. Heute musste der leider nochmal ausfallen. Gab es hier und da noch ein paar kleine technische Problemchen. Deswegen kommen die ersten Folgen ohne Cam und ganz normal in einer ganz normalen Auflösung. Ja, aber was hat sich getan? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ach nö, jetzt fängt ihr bestimmt ganz von vorne an. Ja, fast, aber nicht ganz. Ja, wir fangen im August wieder an. Klar, es ist Sommer. Aber ich würde einfach mal sagen, lasst uns noch mal ganz kurz die Karte angucken. Wie sieht die denn aus? Schaut mal her. Das ist die Map. Ich finde die unheimlich toll. Hier in der Mitte haben wir unseren Hof. Da haben wir allerlei schon dran. Die gucken wir uns gleich an. Wir haben schon ein paar Felder. Die 1, 2, 3 und die 20, die gehören uns. Die haben wir uns gekauft. Die 20 habe ich mir noch dazu geholt. Die ist eigentlich wunderschön für unsere Wein. Wir machen hier tatsächlich immer noch dasselbe. Wir gehen hier auf Weine und Oliven, werden hier um unsere Tiere kümmern, haben ein bisschen mehr zu tun. Gehen hier möchten hier versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Die Feldfrüchte sind Standardfrüchte. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was die Karte denn alles so bietet. Die 1, 2, 3 und 20 sind auch schon reif. Das heißt, die können wir dann schon ernten. Ja, die Fahrzeuge gucken wir uns nachher dann auch nochmal gemütlich an. Wir haben natürlich AD mit drauf. Wir haben Crossplay mit drauf. Und wir schauen jetzt uns einfach mal die Fahrzeuge an, die wir so alle haben. Beziehungsweise lasst uns mal hier ein bisschen rumlaufen um den Hof. Hier seht ihr dieser wunderschöne Hof, der ganz arg toll gelegen ist hier. Die Fahrzeuge sind nach wie vor dieselben. Und die Karte ist eigentlich so die erste Karte, die so richtig, ja, ich finde die richtig toll. Tausend Dank, da ist heute auch nochmal eine neue Version rausgekommen. Ich hoffe, das funktioniert noch alles, weil ich habe schon ein bisschen was gemacht. Diese drei Fahrzeuge habe ich uns rüber gerettet. Es gab hier Stadtfahrzeuge, ich habe alle wieder verkauft. Die habe ich behalten. Einmal hier diesen schnellen Pickup, den Lizard Pickup 2017 habe ich behalten. Ich habe hier die Ballenmaschine behalten und den Ballen Autostack, den Sammelwagen habe ich behalten. Die sind hier schön untergekommen, dachte ich, komm, die lassen wir hier schön drin. Was haben wir hier noch? Wir haben eine wunderschöne Halle hier. Die finde ich ganz arg toll. Die kann man hier natürlich alles Mögliche öffnen, wie ihr seht. Kommt man auch rein, die ist riesig. Also da kann man echt wunderschöne Dinge unterbringen. Da gibt es auch ein tolles Bürogebäude. Ich weiß gar nicht. Kann man mit. Ne, öffnen kann man das zwar nicht, aber man kann hier hochgehen. Hat hier wunderschöne Gebäude. Und finde, das ist eine recht schöne Geschichte hier. Ah, die müsste man noch öffnen können. Das wäre natürlich ganz klasse. Geht leider nicht, aber ist egal. Kommt bestimmt in einer der Folgeversionen. Weil der Modder, wie gesagt, Onkel 2000 nochmal. Hat auch der
Kornhub vorgestellt, die Map. Also wenn ihr euch die mal angucken wollt, schaut bei ihm mal im Kanal rein. Er hat die Map nochmal komplett vorgestellt, da könnt ihr euch die nochmal anschauen. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier drüben, da hat es Höfe, die ersten Bauernhöfe, da gibt es Tiermenü. Was kann man hier machen? Das ist hier schon eingegliedert, da kann man Kühe nehmen. Ne? Da gibt es für Kühe, also ein schöner Kuhstall. Wir haben hier ein riesen Silo, wie ihr seht, am Start. Was haben wir noch? Und hinter unserer Hütte, da haben wir unsere zwei Gewächshäuser. Ja, die haben wir mit rübergenommen. Natürlich, unser Kärcher darf nicht fehlen, ne? Zum Putzen. Da haben wir ein Silo. Das hat man auf unserer Frankreich-Map ja schließlich auch. Ne? Das können wir hier dann auch wieder auftanken. Ganz normal. Hier ist das für Mineraldünger gedacht, ne? Hier sind unsere zwei Gewächshäuser. Die haben wir hier mit rübergezogen. Natürlich sind sie jetzt erstmal leer, ganz klar, aber gut, wir haben ja August. Hier ist was Neues, das habe ich hingesetzt. Und zwar ist das aus Steine, macht man hier Kalk. Das packt man hier rein, kann hier ganz gemütlich dann die Steine, die wir hier so alle dann ernten quasi oder sammeln, die packt man hier rein, kriegen Kalk dafür. Finde ich eine feine Geschichte. Hier haben wir ein bisschen so ein Heulager, das können wir hier reinpacken. Ne? Dann haben wir hier hinten, haben wir nochmal zwei so Silos. Da können wir uns Saatgut kaufen und rausnehmen. Ne? So, was haben wir hinter diesen Mauern? Da haben wir ein kleines Fahrsilo, ne? Zum Reinfahren. Wie gesagt, hier ein schöner Kuhhof. Ich finde den ganz arg toll. Das heißt, hier gehen wir auf Kühe ein bisschen. Ne? Machen ein bisschen Tiere. Hier ist für die Gülle. Und natürlich die Mistgrube und so, was hier alles gibt. Die haben auch eine schöne Fläche, wie ihr seht, so in Grün. Ne? Das ist richtig schön gemacht. So mit allem drum und dran. Da ist jetzt, fehlt jetzt eine Halle, da ursprünglich noch eine Halle gestanden. Die ist wohl jetzt rausgekommen in der neueren Version. Ja, aber hier, dessen haben wir uns auch noch mitgenommen, beziehungsweise haben wir nicht mitgenommen, den Platinum, den hatten wir ja schon, ne? Das ist unser Pflug sozusagen, ne? Unsere Hühner, die haben wir natürlich auch mitgenommen, die sind alle da, wie ihr seht. Denen gefällt sie auch, die haben sie schon eingelebt, die müssen wir allerdings gleich füttern. Hier schon so ein Riesensilo haben wir hier. Und hier haben wir nochmal so ein Gebäude. Ihr seht schon, wir hatten drei Sachen. Wir hatten Erdbeeren und wir hatten damals auf der französischen Map hatten wir Erdbeeren und Tomaten. Und hier habe ich noch ein Salatgewächshaus mit dazu genommen. Das heißt, wir können jetzt hier auch auf Salat machen. Hier schon so ein kleines Häusle, wo wir zu Hause sind. Da haben wir noch eine kleine Werkstatt dabei. Ja, da können wir dann unsere Fahrzeuge noch ein bisschen umswitchen. Hier, anstatt unser Zeltchen, haben wir uns ein bisschen aufgewertet. Ne? Da haben wir uns ein wunderschönes Häusle hier für uns. Da fühlt sich der Schwab nochmal gleich richtig wohl, auch wenn es im hohen Norden ist. So, lass uns mal hier reingucken. Hier ist nochmal eine große Halle. Da können wir auch allerlei reinpacken. Also zwei Riesenhallen für unsere ganzen Fahrzeuge haben wir. Hier haben wir nochmal ein Silo. Ich vermute mal, das ist dasselbe wie auf der anderen Seite. Da können wir auch nochmal Flüssigdünger. Sehr schön, wir haben Dünger, Flüssigdünger. Oh, das ist drüben Dünger oder Flüssigdünger? Ich muss nochmal gucken. Ihr seht schon, ich bin auch ganz neu auf der Map. Ich bin noch nicht so lange hier. Ich habe mir das jetzt alles mal angeguckt. Hat sich noch ein bisschen was verändert. Wie gesagt, mit dem einen, Teil. Das ist Mineraldünger. Jawohl, genau. So sieht's aus. Das sind unsere Fahrzeuge hier, die drei. Aber das war's natürlich nicht. Wir haben unsere Fahrzeuge umgezogen. Ist ja klar. Das Geld, wie gesagt, ist ähnlich. Wir können da ein bisschen gucken, ob das alles noch so passt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, lasst uns mal zum Shop gehen. Der ist hier netterweise gleich nebenan. Und das finde ich absolut klasse, dass wir hier nicht weit fahren müssen. Da ist der Eingang zum Shop. Und hier stehen unsere ganzen Fahrzeuge. Ich denke mal, ihr kennt die fast alle noch. Hier schon zur Autolader. Hier ist unser Maisgebiss, ne? Genau, das ist unser Steinsammler, haben wir hier. Dann haben wir hier, das glaubt der Blätter da, das Teil. Und ja, alles, was man so benötigt, ne? Unser Hardy für die Spritztechnik. Dann unsere Sät-Maschine. Das ist eine größere geworden. Wir haben uns die Horsch geleistet jetzt im Nachgang. Und gedacht, komm, wir nehmen uns eine größere. Die alte ist verloren gegangen. Wir kaufen uns gleich was Richtiges. Gefällt mir besser. Unser Sammelwagen haben wir hier, dann die zwei Gewichte. Wir haben einen Universal Tank für Wasser, da haben wir den größeren genommen. Wir haben das LSFM Mod mit drauf genommen. Mal gucken, der hat ein bisschen mehr Volumen. Hoffen wir mal 18.000 Liter, dass wir damit besser zurechtkommen. Ja, dann haben wir hier, ja, ganz normal den Kipper, den Roll Speed. Ja, den haben wir ja auch schon gehabt, den Roland ist es, meine ich, meines Wissens an. Oliven und, ja, Traubengeschichten machen wir natürlich auch, die Kleingefährte.
haben wir hier auch alle mit am Start, logischerweise. Unseren Dominator Klaas haben wir hier. Dieselben Traktoren, wir haben den Deutz hier mit rübergenommen. Wir haben den Klaas 660. Wir haben den Landini. Und wir haben den Schweizer, unseren Elektro-Track, den Riggy-Track, allerdings in Gelb. Das Rosa habe ich jetzt dann doch lieber rausgenommen. Das war jetzt dann doch vielleicht nicht ganz so meins. Aber sei es, wie es will. Ich würde mal sagen, lasst uns doch das erste Mal mit rüberbringen, so gemütlich, dass wir das langsam mal mit rüberfahren, was wir hier alles haben. Lasst uns mal das alles einrichten. Wir müssen hier noch was setzen auf der anderen Seite. Das habe ich schon gesehen, dass wir da nochmal ein Gebäude vielleicht setzen. Da ist jetzt nochmal frei. Lass uns auch mal frei, vielleicht können wir noch irgendwo was anderes hinpacken. Schauen wir mal. So, ich interessiere euch bestimmt auch, was haben wir jetzt dafür? Wir müssen recht schnell gucken, dass wir die ersten Felder dann auch schon ernten. Die sind alle reif, das heißt, wir müssen da loslegen. Es ist alles ja auf Season nach wie vor. Das haben wir hier ganz normal eingeschaltet. Also müssen wir aufpassen, dass uns das Zeugs natürlich hier nicht verwelkt. Ich mache jetzt hier mal alle Ladendinger auf, damit wir überall was reinstellen können. Hier ist offen. Schaut mal, hier ist nochmal eine Werkstatt. Ah, da ist nochmal eine Werkstatt. Das heißt, da können wir nochmal ein bisschen dran rumwursteln. Hier machen wir auch auf. Dann können wir hier auch reinfahren. Ach, da gibt es auch nochmal einen Zugang. Ja, genau. So, die Felder. Wir gucken uns mal an, was haben wir denn für Felder. Ja, wir haben die 1, die 3 und die 2. Die 1 ist hier drüben. Können wir uns gerade mal anschauen, wie groß das Feld hier ist. Ist auch wunderschön eingebettet. Ne? Hier Schraps drauf, das kann man schon ernten. Das sieht sehr gut aus. Hier, das kennt ihr ja, ne? Das Ganze, was wir so drauf haben. Wie gesagt, wir sind hier mit Hühner und Kühe. Wenn wir Pferde wollen, das können wir uns hier drüben dazu kaufen. Hier oben hat es nochmal Schweinchen. Und irgendwo müsst ihr auch die Schafe haben. Ich glaube, die hat es hier oben, hat es dann die einen Viehmarkt, hat es hier oben. Irgendwo muss es ja auch Schafe haben. Das habe ich jetzt noch gar nicht entdeckt. Das finden wir aber bestimmt noch raus. Na, hier, sollte man hier sehen, ist der große Schafstall. Das können wir uns alles noch hinzukaufen. Das habe ich jetzt momentan aber noch nicht gemacht. Ja, genau. Das ist das Feld 1. Dann gegenüber haben wir das Feld 3 und Feld 2. Da können wir einfach mal ein bisschen hochlaufen. Dann sehen wir uns gleich mal das andere Feld an. Die Tierchen müssen wir unbedingt mit Weizen füttern, dass die erst einmal auch was haben, so wie drüben in Frankreich. Und ja, dann haben wir quasi eine kleine Reise gemacht. Ja, seht mal, das ist Hafer, das ist auch erntereif. Und ja, die Felder sind teilweise recht helferfreundlich, ne? Teilweise hat es aber auch ein paar Ecken drin. Also ist von allem was dabei. Und die ist auch nicht so riesig, für einen Singleplayer echt gut. Und ja, ich finde es sehr schön, die Karte. Also die ist echt, denke ich mal, ich bin mal gespannt, ob die Fehler hat, ob die Fehler schmeißt. Momentan habe ich null Fehler drin. Gut, ich spiele im Single, nicht im Multiplayer. Aber wir werden sehen, hier haben wir das Weizenfeld. Finde ich auch, also die Felder sind auch gar nicht mehr so klein, meiner Meinung nach. Also sie sind richtig groß. Wenn wir jetzt hier mal die Getreidemühle besuchen, da können wir mal rüberhüpfen. Die ganzen Firmen haben wir natürlich jetzt so nicht im Start. Die können wir uns nach und nach dann kaufen. Vor allem die Ölmühle, die hat uns ja schon gehört. Da wollen wir auch den Raps wieder reinmachen. Die werden wir uns dann auch wieder kaufen. Hier das Feld habe ich mir dann für Wein gedacht. Das ist ein bisschen so an der Schräge. Es hat natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Schrägen, wie es jetzt auf der Belleron gehabt hat. Aber ich denke mal, das tut es hier genauso. Das liegt hier so ein bisschen am Rande. Das liegt hier auch ein bisschen aufrecht. Ich denke mal, das kann man hier recht gut hinsetzen. Und ja, so sieht es aus. Wir besuchen mal die Ölmühle. Lasst uns die mal kurz angucken. Was würde uns die denn kosten? Weil die würde ich für 80.000, ja, die kaufen wir uns jetzt erstmal noch nicht, weil das Geld ist jetzt noch nicht so groß da. Wir können ja schon mal auch einlagern. Ja, so sieht's aus. Das ist es, was ich jetzt hier so habe. Das möchte ich mit euch jetzt die nächsten Tage spielen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu arg enttäuscht. Aber ich sagte ja, wenn was Schönes kommt, gleich schon zu Anfang, wir wechseln einfach die Karten. Aber spielen natürlich immer unseren Spielstand hier weiter. Und gucken mal, wie weit wir hier mit unserem Gesellen hier kommen, in unserem Schwab. Wäre das gemütlich dann, wir spielen das ja. Ach, wir brauchen noch so eine Tankstelle, ne? Das ist mir noch ganz entfallen. Wir haben mal Onkel Yogi als Mod mit drauf. Das habe ich mit drauf gemacht. Das sind die ganzen Fan-Geschichten, die wir hier drauf haben.
Die habe ich mitgenommen übrigens. Was haben wir noch? Ich glaube, den LSFM, Universal Tank, habe ich mit draufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch mods-technisch sonst noch dabei ist. Nee, das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Waren das die Mods, die wir hier zusätzlich mit draufgenommen haben? Ja, bei der der Mähdrescher, da haben wir die Glas, das passt soweit, da haben wir nichts gemacht. Bei den Hängern war es genau. Und zwar Sätechnik hier hinten, diesen Horsch Pronto 9DC haben wir mit draufgenommen. Genau, da denke ich mal, sind wir ganz gut dabei. Da können wir dann alles Mögliche ansehen. Wie ihr seht, da gibt es Zuckerrohr, Kartoffeln und so. Das kann der alles auch mitmachen. Und Multilegemaschine finde ich ganz gut. Vor allem kann der auch gleich mit düngen. Da können wir die Arbeitsschritte ein bisschen einsparen. Aber jetzt komme ich wieder vom einen ins andere. Ne? So wie es halt immer ist. Einmal Land, wie ihr seht, 20. Das Blaue gehört alles uns. Aber ich wollte jetzt nicht das Land mir anschauen, sondern wir wollten bauen. Und zwar möchte ich gerne eine irgendwas für Strom kaufen. Den Gemeindezuschuss, den wollten wir uns vielleicht auch noch mal setzen. Dann setzen wir uns auch noch irgendwo hin. Ich denke mal, das kann uns nicht schaden, dass wir hier ein bisschen unterstützt werden. Das setzen wir einfach hier mitten rein. Da haben wir doch hier so eine schöne. Diese Wiese wollte ich nicht. Da ist auch Wasser drin, wie ihr gesehen habt. Wie ist denn das jetzt? Such den kleinen Vorplatz. Ja, hier, genau. Da setzen wir das einfach rein. Rest nach vorne. Zack. So. Das ist gesetzt. Jetzt wollten wir ja noch das mit dem Strom da setzen. Die Stromtankstelle. Das bei Generatoren. Fabriken ist es nicht. Verkaufsstationen. Nein, Gewächshäuser, die haben wir. Ist das Deko? Ich glaube, ich habe das damals schon gesucht. Tools. Wetterstation, die können wir aussetzen noch, die Wetterstation. Biogastankstelle, Biomethan, Elektroladestation, die wollte ich, genau. Und lasst uns die doch einfach hier hinten mit hinsetzen, hätte ich gesagt. Und beim Kercher, oder? Ja. Ja gut, das ist direkt am Eingang, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch. Wo haben wir denn noch ein schönes Plätzle? Ja, komm. Da können wir das noch ein bisschen drehen. Einmal. Genau. So, und eine schöne Wetterstation. Die setzen wir vielleicht auch noch gleich mit hin. Die können wir uns. Wo setzen wir die uns hin? Ja, kommt. Die setzen wir uns hier mal hin. So, Wetterstation haben wir aufgebaut. So, haben wir ein bisschen was. Und jetzt lasst uns hier die Sachen geschwind alle einparken. Ein bisschen verstauen die guten Sachen hier. So, ich denke mal, das wird man noch häufiger umstellen. Aber jetzt stellen wir es halt erst einmal hier hin. So, gehen wir das nächste holen. Ja, und so parke ich jetzt nach und nach die ganzen Sachen hier ein. Wofür ihr seid dann natürlich mit dabei. Ich werde jetzt die Folgen auch, die erste Zeit ist nicht ganz so lang machen. Ich werde immer so 20 Minuten Folgen mit euch zusammenspielen. Und ich bin mal gespannt, was die FPS technisch auch bringen wird. Ob die uns irgendwann um die Ohren fliegt. Ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Hier ruckelt es jetzt dann doch ein klein wenig schon. Aber ich hoffe mal, dass wir da einigermaßen, glaube ich, ich habe keinen Dingswagen. Das. Wo haben wir denn das Schneidwerk? Na, das Schneidwerk habe ich vergessen, so wie es aussieht. Ich habe kein Schneidwerk gekauft. Ich habe für Dings gekauft, aber nicht für. Das heißt, wir brauchen noch ein Schnippelwerk. Da hatten wir doch auch das Glas.
das 18er. Jawohl. So. Wo ist das hingekommen? Ging das jetzt nicht, weil es keinen Platz mehr hatte, oder? Kann das sein? Muss man da kurz ein bisschen auf die Seite fahren, damit es wieder geht? Das nochmal probieren. Ah. Gerätschaften im Weg. Ja gut, vielleicht bist du im Weg. Aber dann können wir ja gleich noch mal ein bisschen was mitnehmen, wenn du hier im Weg stehst. So, dann bringen wir das auch gleich weg. Dann natürlich gleich wieder das schnellste Gerät. Ich hoffe, da kommt immer nichts. Also fahren tun sie hier genauso schnell, wie ihr seht. Also da müssen wir uns genauso in Acht nehmen. Was wir jetzt nicht haben, ist eine Wiese oder sowas, habe ich jetzt festgestellt, haben wir jetzt nichts. Da gucken wir uns dann mal um. Vielleicht werden wir erst eine Subvention kriegen, dass wir hier uns noch eine Wiese leisten. Können wir uns dann überlegen, ob wir da noch was her tun. Das hätte ich jetzt mal nach hinten gesetzt, zu dem anderen Teil hier. Wir setzen uns da dann irgendwann auch noch mal eine schöne Halle hin. Aber momentan müssen wir es natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen haushalten mit der Kohle. Wie gesagt, wir sind jetzt hier ganz neu auf der Map und müssen jetzt erstmal hier gucken, dass wir auch ein bisschen was einnehmen und so. So, kriege ich jetzt das Schneidwerk hier hingesetzt. Immer noch nicht, okay. Dann schnappen wir uns den Landini hier. Den kleinen, was kannst du mitnehmen? Was könntest du denn mitnehmen? Hier hinten hat so kleine Gerätschaften. Die kriegst du mit Sicherheit alle gut mitgeschleppt. Was ist denn hier zum Bleistift? Das klappt schon mal. Da hinten läuft die Verkäuferin rum. Die haben wir uns schon gut vorgestellt. Das ist eine ganz nette Dame. Ja, die hat sich natürlich gefreut, wo sie alle Fahrzeuge hier bekommen hat. Wir haben dann auch gleich die Serviceverträge natürlich abschließen können hier. Hat sich der hiesige Händler natürlich gefreut, dass er gleich einen potenten Kunden gleich nebenan hat. Das hat ihm natürlich sehr gefallen. Er hätte sie natürlich alle sehr gerne richtig verkauft, die ganzen Fahrzeuge. Ne? Den Gefallen konnten wir ihm natürlich jetzt nicht tun, weil wir die Fahrzeuge natürlich dann alle schon hatten. Die haben wir jetzt halt was rübergeholt, bis auf einige wenige, die wir uns natürlich jetzt zusätzlich geleistet haben. So, müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, dass wir die ganze Technik für Wein und so Zeug vielleicht mal da reinpacken. Ja, müssen wir das uns aufteilen. Ich denke mal, das wird man noch ein paar Mal hin und her stellen, die ganzen Sachen. Weil es uns dann doch hier und da nicht gefällt. Schauen wir mal, wie wir es aufteilen. Möchte ich jetzt momentan noch gar nicht so groß rummachen. Wir gucken jetzt, dass wir das Zeugs einfach mal einstellen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt bei euch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid damit einverstanden, was wir hier gemacht haben. Wie gesagt, die Folgen gehen ganz normal weiter. Unsere Karriere geht ganz normal weiter. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und wir machen jetzt ganz normal morgen. Es kommen jetzt 3 weitere Folgen, die nächsten Tage. Und das ist jetzt die Dienstagfolge, ne, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das ist jetzt die Mittwochfolge, dann kommt Donnerstag, Freitag, Samstag die nächsten 3 Folgen. Und da machen wir bald dann unsere Twitch-Aufnahmen wieder ganz normal. Im Livestream sind wir dann wieder unterwegs. Ich hoffe, ihr seid dann natürlich alle wieder mit dabei. Freue ich mich schon auf euch. Wir machen wieder auf YouTube und auf Twitch dann unsere Aufnahmen, so wie es wir eigentlich gewohnt waren. Wie kriege ich das jetzt hier nicht mehr drauf? Ich glaube, das muss ich mit was anderem hier drauf packen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie ihr seht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gut, lasst uns mit dem hier rüberfahren. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt noch ein Schnibbelgerät. Und ja, ich würde sagen, ich packe das jetzt alles noch voll ein und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.